KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und das war's auch schon. Also ich bin noch dabei, hier ist der Erik, hallo. Achso, ich dachte schon, du bist gerade im Podcast. Ja, mach mal alleine hier. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Reinschalten. Genau. Bis zum nächsten Mal. Kürzeste Folge ever. Ja, so ein kurzer Prank, so zack. Aber ja, das sieht man ja vorher schon. Das ist jetzt auch bei dem einen Podcast, den ich höre, Endlich normale Leute heißt der mit Till Reiners und mit der, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Da haben sie auch, da kam jetzt, habe ich mich gefreut, neue Folge erschienen, habe ich mir runtergeladen, wo ich jetzt im Hotel war und dann war die, zack, war die da, ne? Da dachte ich, was ist denn da los? Geht die zwei Minuten oder so, sagen sie nur kurz an, ja, leider krank und so, wir konnten nicht aufnehmen. Ey, da brauchen wir doch nicht extra eine Episode draus machen, um zu sagen, ey, ich bin nicht da oder so. Naja, wie auch immer. Also, wir haben Filme mitgebracht, nämlich aus der Sneak Preview. Und der Film läuft irgendwann demnächst an. Ich habe es gerade nicht. Kinostart in 18 Tagen steht hier. Das kann der Herr Mathelehrer mal ausrechnen, wann das ist. Und der Film Schmetterlinge im Ohr. Ich denke, wir können auch einfach gucken. Oder einfach gucken. Dann habe ich gesehen, Morbius habe ich mir nachgeholt. Und wir haben natürlich, müssen wir über den Elephant in the Room, die Serie der Woche sprechen, nämlich Obi-Wan Kenobi. Ja. Werden wir bestimmt irgendwie mal ein bisschen Spoiler-Tag vorher reinhauen, rechtzeitig, wenn es dann ins Eingemachte geht. Und ich habe während meiner langen Zugfahrt auch noch einiges geschaut, also zum Beispiel den Rest von Battlebots, aber da brauche ich jetzt nicht drüber sprechen. Staffelfinale. Ich habe noch The Lincoln Lawyer geschaut. Da hatten wir ja vor einiger Zeit mal den Film in der Sneak Preview mit Matthew McConaughey. Und daraus wurde jetzt eine Serie gemacht und ob die was taugt, das werde ich euch nachher mal berichten. Fang mal an. Schmetterlinge im Ohr ist natürlich ein kurioser Titel. Der französische Onifait pour s'entendre, weiß ich jetzt gar nicht, was das so genau heißt. Heißt bestimmt irgendwas anderes, also nicht Schmetterlinge im Ohr, glaube ich. Da ist das Wort für Schmetterling nicht dabei. hatte ich ja getippt gehabt, weil da geht es um einen Lehrer. Was hat der mal eigentlich? Der macht irgendwie so Gesellschaftskunde oder so, wirkt oder Geschichte oder sowas, gibt der in Frankreich an der Schule. Und wir lernen erstmal ihn kennen und wir fokussieren uns so ein bisschen auf sein Leben, wie er so durchs Leben geht. Und er ist halt so ein bisschen, ja, so ein, na, zynisch würde ich nicht sagen, aber dem ist halt einfach irgendwie alles scheißegal und so. Er geht halt so durch sein Leben und ja, mit seiner Frau, also mit seiner Ex-Frau, sie sind halt geschieden und so, das ist halt auch, und jetzt lebt er halt allein und genießt so ein bisschen das Leben. Und wir sehen die erste Szene, da habe ich gleich erkannt, französischer Film, alles klar, beginnt natürlich im Bett, ne, und so. Also er hat da gerade irgendeine abgeschleppt und es geht zur Sache und so. Und sie sagt ihm dann, hier, sag mir mal irgendwas Dreckiges und so. Und er versteht es halt nicht, was sie sagt und so. Und sie so, hä, was ist jetzt hier? Oder sie flüstert ihm dann irgendwie, er versteht halt nicht, was sie sagt. Aber er merkt halt auch nicht, dass sie irgendwas sagt und so. Und ja, wir stellen dann halt auch nach und nach so in seinem täglichen Leben fest, dass er irgendwie ein Problem mit dem Hören hat. Er ist aber eigentlich noch, ja, jung, also es ist kein Opi oder so, ne, wo man sagt, ja, das kann schon mal vorkommen, sondern er steht halt noch so mitten im Leben und er hat halt wirklich er hört halt nicht mehr gut und wir sehen erstmal, wie er so durchs Leben geht. Es sind natürlich viele Szenen drin, ja, irgendjemand sagt ihm was, er hört es nicht, oder auch eine Lehrerkonferenz und da wird halt geredet über irgendwelche Themen und so und dann wird er um seine Meinung gebeten und er hat aber irgendwie alles falsch verstanden und er antwortet halt auf das, was er falsch verstanden hat und das ist gerade noch falscher, was er dann gerade sagt und alle denken so, oh, was ist das für ein Typ, ey, der hat es ja nicht mehr alle und so. Und solche Szenen sind halt da sehr, sehr oft, die aber sehr, sehr amüsant sind, fand ich. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass das so ein One-Trick-Pony ist, dass sich der Witz irgendwann dass der irgendwann durch ist. Aber wir sehen dann halt relativ schnell, dass er eine Nachbarin hat, die über ihm wohnt. Und dadurch, dass er halt auch
zum Beispiel einen Wecker hat, den er nicht hört. Der hat so einen richtigen, so einen nervigen Summwecker, der macht so richtig laut und er hört es halt nicht. Und da kommt dann die von oben runter, die wummern da an die Tür, er weiß gar nicht, also irgendwie hört er es dann so im Halbschlaf, dass da irgendwas wummert an seiner Tür und geht dann hin und sie beschwert sich dann halt und das ist halt wieder mal der Fall, dass er halt seinen Wecker nicht hört oder wenn er dann halt auch laut Fernsehen schaut oder Musik hört und das geht ja halt ganz schnell. Ich habe eine kurze Frage, die Nachbarin, ist die jung und hübsch? Na, nicht, also jung würde ich nicht sagen, die ist vielleicht so sein Alter, sie hat ein Kind und ist alleinerziehend und sieht man auch schon so im Trailer, das wird ja so ein bisschen im Trailer auch so aufgebauscht, dass das dann so, ja, dass die sich kennenlernen und so und das sieht man auch auf dem Poster und das ist aber jetzt alles nicht so geradlinig, wie man es vielleicht aus anderen, wenn das eine US-Komödie wäre, wüsste man genau, in welche Richtung das geht. So ist es leider, so ist es nicht, würde ich sagen. Ist halt schon noch ein bisschen anders, weil sie zieht dann auch erstmal weg und so weiter. Und das Kind, was sie hat, also sie ist, ach nee, sie ist nicht nur alleinerziehend, sie ist verwitwet. Ihr Mann, der ist gestorben bei einem Autounfall, ich will es mal jetzt nicht zu genau ausführen, was da passiert ist, weil das auch so eine kleine Enthüllung ist im Film. Und dass der Autounfall oder dass der Papa plötzlich weg ist, das hat ihre Tochter ziemlich traumatisiert und ja, er findet dann, also der schwierige Nachbar, der findet dann auch irgendwie plötzlich mal einen Draht zu der Tochter, weil da passiert was und sie sitzt im Treppenhaus ganz so eingerollt, Embryonalstellung und so weiter und da findet er einen Draht zu ihr und die hat seit dem Unfall mit dem Vater, hat sie auch nicht mehr gesprochen, also sie hat nichts mehr gesagt seitdem und er findet aber irgendwie einen Draht zu ihr, also sie spricht da natürlich noch nicht gleich, das ist jetzt nicht so ein Riesending, ja, und er lässt sich dann auch irgendwann mal so ein Hörgerät machen, wo er dann plötzlich wieder hört und da ist es ähnlich wie bei diesem Oscar-Film Sound of Metal. Ich weiß nicht, hattet ihr den noch gesehen gehabt, den ich mal vorgestellt hatte oder habt ihr den nicht? Ich nicht. Nee. Okay. Ja, vielleicht irgendwann mal auf der To-Watch-List mal draufsetzen. Ja, ja. Gibt's bei Amazon Prime hoffentlich noch. Ein sehr, sehr guter Film über einen Schlagzeuger, genau, jetzt bin ich gerade nicht aufs Wort gekommen. Schlagzeuger, der plötzlich sein Gehör verliert und dann auch so Experimente macht mit irgendwelchen Hörgeräten und so. Und so ähnlich ist es hier im Film dann auch. Das heißt, wir hören dann auch so eine Zeit lang, was er auch hört. Das heißt, es ist dann wirklich so gedämpft und dann, wo er dann das Hörgerät bekommt, hören wir es auch so, wie er es hört. Das ist halt dann kein perfektes Hören mehr, sondern das ist halt ziemlich überlagert teilweise und ja, so wie wenn so ein schlechtes Mikrofon irgendwas verstärkt und so. Und er hat halt auch Probleme, erstmal damit klarzukommen. Und ja, natürlich trifft er auch irgendwann, oder die Frau, die zieht er dann weg und die trifft er dann nochmal wieder und so. Das ist alles nicht ganz so geradlinig, wie man es aus US-Filmen, romantischen Komödien und so kennt. Da sind auch ein paar ziemlich krasse Witze dabei und ein paar lustige Situationen, wo man sagt, okay, das hätte es definitiv in einem amerikanischen Film oder so, hätte es das so nicht gegeben. Und ich will mal nicht zu viel verraten, ich fand den gut gespielt. Das waren jetzt nicht so diese üblichen Verdächtigen von den französischen Filmen drin. Der wirkte auch nicht wie so eine absolute Top-Produktion hier, wenn wir in der Sneak Preview manchmal so Filme aus Frankreich haben, wo dann, was weiß ich, die namhaften französischen Produzenten und sowas drinsteht, hier TF1 oder irgend sowas oder Canal Plus oder so, sondern das war irgendwie gefühlt eine kleine Indie-Produktion. Es hat auch manchmal so ein bisschen, ja, an der Ausleuchtung, die fand ich manchmal nicht so perfekt, wie jetzt bei irgendwelchen Top-Produktionen, aber war insgesamt ein sehr, sehr charmanter, schöner Film und ich hoffe mal, dass der auch im Kino erfolgreich sein wird, weil der hat es echt verdient. Also mir hat er viel Spaß gemacht und ich glaube, den anderen, die mit in der Sneak Preview waren, denke ich mal auch. Ich gucke gerade mal in die Gruppe rein. Ich würde auch gerade gucken. Ja, guck mal hier, zwischen 7 und 9 spielt sich alles ab. Da ist nichts drunter. Ja, 3 Stimmen zwischen 7 und 8. Nö, 7 haben 7 ja, Stimmen, 8 und 9, jeweils 2. Also dazwischen spielen sich hier die Wertungen ab und fast alle haben Gefällt mir geklickt und ja, war ein cooler Film, der auch ein ganz cooles Ende hatte, wie ich fand. Und ist halt insgesamt ein bisschen untypisch, ist halt keine absolute
Top-Produktion, die fürs obere Regal irgendwie produziert wurde, wo alles ja top aussieht und sonst war es, sondern eher so ein kleiner Indie-Film. Und da haben wir ja schon manchmal gesehen, dass diese Filme aus Frankreich, die jetzt so ein bisschen Überraschungshits werden können, ja, bin ich mal gespannt, wenn Schmetterling im Ohr dann anläuft. Denke ich mal auch ein schöner Date-Film oder so, wo man mal mit der Freundin oder dem Freund oder keine Ahnung, einem Partner oder Partnerin oder potenzielle Partner, Partnerin mal reingehen kann oder so. Da sind auf jeden Fall einige Anhaltspunkte drin, die so mit Kennenlernen und mit Beziehungen, die dann auch so thematisiert werden im Film, aber auch so eine schöne Art, die man dann auch mal später dann noch in einem Gespräch mit seiner Begleitung dann mal fortsetzen kann und so. Deswegen, ja, von mir, jetzt muss ich mal gucken, was ich in der Gruppe gegeben habe. Ich wäre jetzt so gefühlt bei 8 Punkten oder so. Ich habe da 7 gegeben. Ja, vielleicht gebe ich 7,5. Ja, ich glaube, ich liege da so dazwischen. Also hat mir viel Spaß gemacht. Werde ich auch, glaube ich, nochmal gucken, ne, den Film. Die Schauspieler haben mir vor allem auch gut gefallen. Klingt gut. Okay, wie sieht denn der Hinweis für morgen aus? Und ist da schon irgendwas eingegangen? Das wäre der Tipp für die Sneak 1114. Und der lautet, It's Legendary. Und noch der Hinweis, dass wir morgen dann den Film, also wir nehmen ja am Sonntag auf, das heißt morgen am Montag Sneak, der wird in Dolby Atmos sein. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass das auch wirklich dann raushaut. Ein Tipp ging ein von einem nur meiner, Franzosen, okay, glaube ich. Erik Späti. der hat einen Tipp abgegeben. Und zwar wollte er zuerst Elvis schreiben, aber dann hat er doch Lightyear getippt. Wie kommst du auf den Tipp Lightyear? Weiß nicht, das wirkte so legendär, alles, was er mal macht hier, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter und so. Und das ist ja quasi die Legende Buzz Lightyear, wo diese Figur aus Toy Story zugrunde liegt, dieses Spielzeug. Darum geht es ja in dem Film. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht, ich hoffe mal nicht, dass es Elvis ist. Also ein Baz Luhrmann Musical-Film zum Montagabend, der 3 Stunden geht. Ich meine, ich mag Elvis ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das... weiß nicht. Ansonsten war ich noch so ein bisschen auf der Suche, ob Neil Patrick Harris eventuell was Neues gemacht hat. Er war ja zuletzt irgendwie in Matrix drin. Der spielt bei Massive Talent mit Nicolas Cage, der Film, wo quasi Nicolas Cage sich selber spielt. Den Schauspieler Nicolas Cage, der bei so einer CIA-Operation mitmachen muss oder so, da hatte ich auch noch überlegt gehabt. Aber da spielt er nur eine kleine Nebenrolle und da zu sagen, ja, it's legendary, weiß ich jetzt nicht. Aber könnte natürlich auch passen, aber ich wollte jetzt nicht da mit der Schrotflinte auf zu viel schießen. Na, mal so sehen. Wie sonst immer. Nö, ich habe jetzt immer nur einen getippt hier und lag meistens sogar richtig, um sozusagen. Ja. Gibt ja Leute, die tippen hier gar nicht, ne? Also, wenn ich sehe, dass ich hier der Einzige bin. Nee, ich meine ja nicht nur dich. Ich meine jetzt hier die geschätzten... Aber mit mir redest du gerade. Die geschätzten Hörerinnen und Hörer, an die adressiere ich das. Also, wenn ihr eine Idee habt für dieses It's Legendary, ihr könnt doch gerne meinen Tipp übernehmen, diesen Massive Talent, den ich jetzt gerade noch reingeworfen habe in die Waagschale. Könnt ihr auch gerne nochmal tippen. Vielleicht ist es der ja sogar. Ich glaube, früher, als es mal so ein Gewinnspiel gab, auch, wo die richtigen Sneak-Tipps Punkte gegeben haben, da haben mehr Leute mitgetippt oder so. Ja, das ist ja normal. Ja. Wenn du irgendwas verlost, hast du immer Leute da, die da Bock drauf haben. Okay, dann machen wir weiter mit Morbius, den ich mir mal gegeben habe. Morbius. Den haben wir ja irgendwie so ein bisschen bis jetzt ein bisschen ausgelassen. Jared Leto spielt dort Dr. Morbius. Muss ich mal kurz mich mal sammeln und überlegen, worum es da jetzt eigentlich so genau ging. Es war natürlich wieder sehr, sehr viel da drin und so. Also wir sehen in so einem Rückblick, dass es zwei Kinder gibt, die in so einem Sanatorium sind. Das ist einmal eben der Michael, der dann später gespielt wird, eben von Jared Leto, der Morbius, und noch jemand anders, den er nur, ich glaube, Milo oder so nennt. Weil er sagt, ja, hier die anderen Kinder in diesem Sanatorium, die kommen und gehen, deswegen nennt er die gar nicht beim richtigen Namen, weil die sowieso bald, also er macht, sagt es nicht so deutlich, aber die sterben halt sowieso bald weg, dann kommt wieder jemand Neues in sein Nachbarbett und so. Und ja, die alle haben so eine seltene Blutkrankheit und wie nennt sich das, wenn die Knochen irgendwie so diverse Sachen, Morbus Crohn, nee, das ist wieder was anderes, ne?
wo kommt der Name her? Ah, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall schafft, oder als er dann größer wird, hat er sich der Forschung verschrieben. Also da macht dann der Film auch so einen Schnitt und hat sich der Forschung verschrieben und forscht da so umher und macht da auch mit so Fledermäusen, wo ja bekannt ist, dass die auch diverse Sachen regenerieren können. Und schafft es natürlich auch irgendwann mal so ein Mittel zu generieren, wo im Tierversuch zumindest klar wird, da werden bestimmte Sachen geheilt und das wird ihm natürlich auch irgendwann mal injiziert. Und dieses Mittel, was auf diesen Fledermaus-Sachen basiert, das hat natürlich auch ein paar Nebenwirkungen, nämlich zum einen, dass er, wenn er sich in dieses, wie so ein Werwolf, dann in so ein Morb, diese Gestalt verwandelt, nenne ich es jetzt mal, dann hat er auch einen sehr großen Blutdurst und das macht es eben da deutlich, dass er am Anfang sind die in internationalen Gewässern auf so einem Schiff, wo dieses Experiment durchgeführt wird, ja, warte mal, wo dieses Experiment durchgeführt wird, da wird Metal da gleich mal alle, die da mit beteiligt sind, trinkt da erstmal den ihr Blut und da wird natürlich dieses Schiff dann gefunden, wo die alle ausgesaugt sind, die ganzen und er hat auch im Rahmen seiner Forschung hat er auch so ein Blutderivat erforscht gehabt, aber das hält ihn nur eine gewisse Zeit über Wasser. Er merkt schon, dass das relativ schnell seine Wirkung verliert. Also er braucht halt irgendwie echtes Blut und ja, parallel dazu gibt es auch noch jemand anders, nämlich der, den er früher kennengelernt hat in dem Sanatorium, taucht auch wieder auf, gespielt von dem Doktor Who hier. Dem, wie heißt er? Weiß bestimmt, wen ich meine, den mitbekanntesten Doktor hier, den Matt Smith, genau. Der spielt den dann und der hatte ja auch noch diese Krankheit und er hat die Forschung von Dr. Morbius gefördert, weil er ist ziemlich reich und er will dann auch dieses Mittel haben, sagt dann aber, lass mal lieber gut sein hier, das hat ziemliche Nebenwirkungen, aber er lässt sich dann nicht drauf ein und wird dann natürlich zum großen Gegenspieler dann. Und ja, ist natürlich bei weitem nicht so bunt und knallig und familiengerecht wie andere Filme, wobei ja der letzte Doctor Strange war ja auch schon ja, relativ düster und verschachtelt, was auch schon nicht mehr so ganz familiengerecht war. Von manchen Serien hier wie Moon Knight oder so will ich mal gar nicht anfangen. Und Morbius ist natürlich nochmal eine Stufe krasser, also es ist schon fast horrormäßig zu bezeichnen, was da so abgeht und was man da so zu sehen bekommt. Ich mag ja so das ganze Vampir-Genre an sich ganz gerne. Hier ging es mir aber doch mal deutlich ein bisschen zu weit an diversen Stellen und irgendwie wirkte das auch sehr stark abgekoppelt von anderen Marvel-Sachen. Also das, was so üblich war, außer dass jetzt hier mal so Zitate kommen, die man schon im Trailer gesehen hat, wo er sich dann irgendwie so verwandelt oder nee, wo irgendjemand kommt, sagt, wer bist du denn? Und er sagt, ich bin Venom und verwandelt sich dann in seine andere Gestalt und wieder zurück und so und das provoziert dann so einen Lacher. Den hatte man ja schon im Trailer gesehen, aber das war gefühlt irgendwie so der einzige Verweis, dass es da in diesem Universum noch andere Sachen gibt, sondern irgendwie wirkt das sehr abgekoppelt von allem anderen, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil dann kann das die Qualität von Morbius nicht so sehr negativ auf die anderen Marvel-Produktionen abfärben. An sich fand ich es ganz okay. Es war jetzt nicht so der Riesen-Totalausfall, den ich eigentlich erwartet hatte, weil mit Jared Leto und so, der war ja auch schon in den DC-Produktionen mit vertreten als, was hat er, Joker gespielt, ne? Und da fand ich ja, ja. Diesen Suicide Squad, diesen ersten vor allem, den fand ich echt schlecht und so. Hier, also er macht seine Sache gut, der spielt richtig gut, war auch nachvollziehbar und die ganze Story an sich hatte halt so ein bisschen was von dieser, ja, von so einem griechischen Drama von zwei Freunden, die dann irgendwie zu Gegenspielern wären, was man auch sehr viel in so asiatischen Filmen sieht. Da ist es ja häufig dann, dass irgendwie so Jugendfreunde dann zu den erbittertsten Widersachern wären und das war halt hier auch drin und ich mochte sehr die Effekte, das muss ich echt sagen. Also da waren die Effekte, wie sie das visualisiert haben, was er gerade hört, weil er hat ja dann auch so, ich nenne es mal Spider-Senses, ne? Also dann quasi, wenn er dann so hört, wenn er in die Stadt hineinhört mit seinen Fledermaus-Sinnen, die er dann hat und so. Das war schon richtig gut dargestellt, wie das aufgeht und wie das so
wie sich die ganze Stadt so auflöst in so Pixel und Wellen und so. Das war, sah richtig gut aus. Auch so die Kämpfe, die dann ja so durch die Luft geflogen, geschleudert, und das sah so wahnsinnig gut aus. Dahingehend hat mir das sehr viel Spaß gemacht, der Film, aber die Story ist halt relativ banal, und ich mochte diese, es wirkte manchmal ein bisschen wie eine gewollte Düsterheit, die der Film hat. Wahrscheinlich auch durch das Spiel von Jared Leto, der immer so ganz ernst und alles ganz furchtbar und so. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, ich musste den noch ein bisschen setzen lassen, den Film. Also es hat mich nicht umgehauen, ich sag, boah, was für ein geiler Film. Wie jetzt hier Nachbarn von uns, die da irgendwie 2-3 Mal im Kino drin waren in dem Film. Also das auf jeden Fall nicht, ja. Aber er ist schon ein okayer Film. Schlägt jetzt nicht besonders nach oben oder nach unten aus. Ich glaube, ich liege da so bei 6 Punkten bei dem Film. Er war ganz okay, so knapp über dem Durchschnitt, ja. Aber für Marvel-Verhältnisse ist natürlich Gemecker auf hohem Niveau. Da, ja, ich weiß nicht. Also für euch Marvel-Fans, guckt da auf jeden Fall mal rein, den Film. Das ist immer großartig. Ja, ich glaube, der Kate würde nicht gefallen. Das prophezei ich schon mal. Dir könnte er gefallen. Vielleicht auch hier, weil du auch Matt Smith ganz, ganz gern magst. Und er spielt echt gut. Also richtig, richtig gut macht er seine Rollen, und wie er dann so langsam zum Bösewicht dann wird und so. Ja. Und die natürlich die obligatorischen Post-Credit-Scenes, die sollte man auch mal gesehen haben. Ja, von mir 6 Punkte, ach so, habe ich erwähnt. Und dann gucken wir mal, was noch so anläuft im Kino, was da eventuell Neues dabei ist, wo es sich lohnt oder auch nicht lohnt. Mal gucken. Kinocharts und Neustarts. Beginnen wir mal mit den Kinocharts. Mia and Me, das Geheimnis von Zentopia, auf Platz 5. Auf Platz 4, Everything, Everywhere, All at Once. Ja, da haben wir einen Kommentar gehabt, dass es nicht der Wes Anderson-Film ist, wie ich jetzt mehrere Wochen falsch gesagt habe. Ich möchte mich hier ausdrücklich entschuldigen. Ich habe den verwechselt. Genau. Das ist aber auch ein sehr, sehr guter Film. Everything, Everywhere, All at Once. Und da lohnt es sich, den anzuschauen. Siehe Kinocharts. Ist ja jetzt schon mehrere Wochen hier vertreten. Dann auf Platz 3, Dog. Der Film, den ich in der Sneak Preview hatte letzte Woche, der auch sehr empfehlenswert ist. Auf Platz Nummer 2 ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es gibt also eine neue Nummer 1. Sozusagen auch ein Doc-Film. Doctor Strange. Mhm. Platz 1 ist Doc Gun Maverick. Boah, richtig schmerzen. Also der Doc neue Cruise. Film mit Tom Cruise, der echt nicht so scheiße sein soll, wie ich gedacht habe oder wie ich denke. Also ich höre nur Gutes von denen, die es schon gesehen haben, die so ein bisschen auch, denen ich so etwas wie Filmgeschmack unterstelle, aufgrund ihrer bisherigen Äußerungen, die feiern den Film eigentlich ganz gut ab. Aber vielleicht sollte man doch mal einen Blick riskieren, mal gucken. Und was läuft neu an? Jurassic World 3, ein neues Zeitalter. Da weiß ich zufällig, dass die liebe Luise Einladung für die Premiere hat in Berlin. Pressevorführung, nicht Premiere, Entschuldigung. Da gibt es aber eine Sperrfrist bis zum 3.6. Da darf sie erstmal noch nicht drüber reden. Mal gucken, vielleicht. Nicht 3.6., oder? Nee, 2.6. läuft der schon an. Ich glaube, nee, vorher läuft die aus irgendwie. Ja, mal sehen, vielleicht tue ich sie mal irgendwie rein in der nächsten Sendung. Dann kann sie mal erzählen, worum es da geht und ob er gut ist. Okay. Paw Patrol, Jet to the Rescue, Rettung im Anflug, läuft ebenfalls an. 42-minütiges Special zur beliebten Kinderserie, das vor Heimkinostart extra im Kino gezeigt wird. Ja, könnte ein Erfolg werden. Das Paw Patrol, das ist ja immer noch ein Ding. Meiner guckt es nicht mehr. Der guckt es nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich das sehe, Jet to the Rescue, also die hatten ja schon eine Palette von Fahrzeugen gehabt, die es natürlich alle auch als Spielzeug zu kaufen gab. Wenn ich sehe, dass die jetzt hier ein Special machen, wo sie alle Flugzeuge haben, dann wittere ich da neues Merchandise und neue Sachen in der Spielwarenabteilung rechtzeitig vor Ostern hier. Nicht rechtzeitig vor Ostern, aber rechtzeitig vor irgendwelchen Geschenktagen oder so. Weihnachten kommt ja auch bald. Ne? Der schlimmste Mensch der Welt. Melancholisch-romantische Komödie, in der eine Frau ohne Kinderwunsch auf die Suche nach sich selbst begibt.
In der es sich, da fehlt ein sich. Hm. Dann gibt es in der Serie Best of Cinema, kommt nochmal ins Kino, La Boom, die Fete. Sophie Macro wird mit feinfühliger Teenie-Romanze zum Star. Ich habe Macro gesagt. Ich habe gerade doch gedacht, so irgendwie klingt der Name falsch, als ich in Erinnerung habe. Sophie Marceau, natürlich. Excusez-moi. De rien. Da habe ich sogar, warte mal, ich suche es gerade mal raus, da haben wir eine Mail bekommen von dem Filmverleiher auch, dass wir da mal ein bisschen eingehender darauf hinweisen sollen. Und ich sage, das mache ich doch gerne, weil diesen Film, ich weiß gar nicht, den habe ich sehr, sehr oft gesehen, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Das war einer der wenigen, in Anführungszeichen, westlichen Filme, die auch bei uns in der DDR liefen. Und das war, ich weiß nicht, wie es im Westen war, das war schon, gut, du bist auch ein ganzes Stück jünger als ich, da war das vielleicht schon durch, ein das Thema. Ja, schon. Das ist ja mit der Popkultur, da war das wahrscheinlich durch, das Thema, ne? Also, oder habt ihr auch noch damals als Heranwachsende La Boom geguckt? Oder? Nein. Nee, nicht mehr, siehst du. Wir hatten schon richtige Pornos. Ach so, na, wir hatten gar keine, siehst du mal. Man hat ja nichts. Ne? Nee, aber hier geht es ja so schön um die erste Liebe und mit Sophie Marceau. Und der Song hier, Reality, das war ja ein Ohrwurm ohne Ende da in den 80er Jahren. Und es gab mal diese Reihe mit diesen Wunschfilmen irgendwie. Man konnte dann auch im Ferienprogramm damals sich immer Filme wünschen. Da haben sie dann irgendwie so drei Filme. Ja, es war damals die Videothek, die analoge Videothek sozusagen. Man konnte da beim Fernsehen eine Karte hinschreiben, welcher Film es sein soll. Oder anrufen bei einer Nummer. Und dann, wenn der Film La Boom, da gab es am meisten noch Cinderella 80, glaube ich, hier mit wer war da noch mit einer Verlosung? Noch irgendeiner, und dann hat meistens La Boom gewonnen und dann wurde der gezeigt im Fernsehen, ne? Damals, ja. Echt ein schöner Film. Ich, ins Kino würde ich jetzt nicht gehen, um den nochmal zu sehen. Dazu habe ich ihn einfach zu oft gesehen und habe noch irgendwo hier als DVD rumliegen. Aber es wäre, glaube ich, mal an der Zeit, den wieder zu sehen. Wer den noch nicht gesehen hat, ist ein echt schöner Film über das Heranwachsen, über die Probleme, die daraus erwachsen und natürlich auch die erste Liebe, die Chancen, die Freude, die Romantik, die damit einhergeht. Und das Ganze in schöne Bilder gehüllt, sollte man doch mal gesehen haben, wer es noch nicht kennt. Wie fast alle aus dieser Reihe Best of Cinema. Ne? Ja. Okay, dann haben wir noch Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Den hatten wir auch in der Sneak Preview. Ja, sehr zu empfehlen. Der Road Movie von der französischsprachigen Schweiz nach Marseille mit einem ungleichen Paar, einem Bestattungsunternehmer und einer mit einer leichten Behinderung, die sich dann auch sehr, sehr anfreunden und ja, die beide sich gegenseitig sehr gut tun, die Freundschaft auch. Absolut empfehlenswerter Film. Aber jetzt kommt da noch einer, den wir in der Sneak hatten. Ja, ja, Erwartung, der Marco-Effekt, Krimi-Thriller nach Buchvorlage von Jussi Adler-Olsen, in dem ein jahrealter Fall neu aufgerollt wird, von Martin Zandvliet mit Ulrich Thomsen, Zaki Yusuf, Sophie Taub und weiteren. Den hatten wir auch in der Sneak, ja, kann man gerne nachhören. Der war ganz okay. So habe ich ihn in Erinnerung. War jetzt nicht so der Brüller. Ich habe ihn zu lange in Erinnerung, wenn ich mich recht erinnere. Flüchtlingskind und alles, ja. Irgendwie über 2 Stunden oder so. Ich sage ja, er war okay, er war jetzt nicht schlecht, aber hat es halt auch nicht der Bam Burner. Den nächsten Film hattest du in der Sneak Preview, wenn ich mich recht erinnere. Ja, auch in der Sneak. The Outfit, Gangster-Thriller, der in einer Schneiderei im Chicago der 50er Jahre spielt. Du hast, glaube ich, gemeint, dass das quasi nur dort in der Schneiderei spielt, wo es um die Gespräche geht und ja, der Schneider, der da für die Mafia. Du hast gesagt, den interessiert dich sehr und das kann ich immer noch sehr gut nachvollziehen. Ja, da warte ich auch, bis der im Heimkino ist oder so, gehe ich nicht extra ins Kino. Dafür habe ich noch andere Filme, die ich gucken muss. Aber ein sehr guter Film. Sehr guter Film. Der kleine Nick auf Schatzsuche. Kinderfilm nach der gleichnamigen Comicreihe über den kleinen Nick, wer hätte es gedacht, und seine Freunde. Von Julien Rappenau mit Jean-Paul Rouff, Audrey Lamy, Ilan Debrabant. Okay. Le Petit Nick, wahrscheinlich. Der kleine Nick. Kleine Nick. Also die Bücher sind hier durchaus bei uns im Hause verfügbar. Da hat erst meine Tochter gelesen und ja, mein Kleiner, der guckt da auch gerne rein. Die sind halt so im Comic-Stil geschrieben und wenn ich mich da recht erinnere, oder verwechsel ich das jetzt mit Gregs Tagebuch?
weiß gar nicht. Wahrscheinlich verwechsel ich das jetzt hier. Kriege ich wieder Mail so, ach Erik, was hast du da wieder gemacht? Ja, Erik, toll. Ja, Erik, super, ne, Erik, mega Erik, toll, toll, toll. Erik, toll, toll, toll. Lichter, super, toll. Lichter der Stadt. Hier steht ein bisschen wenig. Mal gucken, ob ich da hier bei Filmstarts, ob da ein bisschen mehr steht. Ach hier, Lichter der Stadt. Regie Malte Wirz. Joscha ist im nächtlichen Köln unterwegs und steht unter Strom, denn seine Nachbarin hat ihm versehentlich eine Tüte mit Medikamenten gegeben. Von seinem Dealer organisiert er sich eine ganz spezielle Pille. Doch weil Joscha immer wieder Freunden und Bekannten begegnet, kommt er nicht dazu, die Pille einzunehmen. Na, das klingt ja nach einem Film. Aha. Okay, dann läuft noch an Rivale. Ein Neunjähriger macht sich auf der Reise von der Ukraine nach Deutschland, um wieder bei seiner Mutter zu leben. Jedoch wird der Neustart von Mutter und Sohn durch die illegale Beschäftigung als private Krankenschwester erschwert. Uff. Okay. Oh. Das ist natürlich auch, also der ist von... Von wann ist denn der? Also der kommt jetzt ins Kino, aber der wird von... Ich glaube 2020 oder sowas, habe ich vorher gelesen. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein sehr, sehr aktuelles Thema, ne? Das ist ja quasi... Nee, 2022 sogar. Ach so, na dann... Krass. Auch noch Onoda, 10.000 Nächte im Dschungel. Da geht es um einen japanischen Soldaten, der damals zur Zeit des Zweiten Weltkrieges auf eine Insel in Philippinen geschickt wird, wo er quasi warten soll, bis die Amerikaner kommen und dann einen Guerillakrieg führen soll. Und da geht es um diese Zeit, genau. Okay, und Not Knowing läuft auch noch an. Keine Ahnung, wo es dann geht. Aber warte mal, hier die sanftmütige 17-jährige Oberstufenschüler Umut ist ein gut aussehender Wasserballspieler, der nur versucht, sein Leben in einer komplizierten Welt zu führen. Als einer seiner Mitspieler das Gerücht verbreitet, er sei schwul, weigert sich Umut, die Behauptungen zu dementieren oder zu erklären. Aha. Ein, wie ich sehe, wahrscheinlich türkischer Film, oder? Sinan Yakara Yoda Okur Emir Öster. Originaltitel ist Bilmemek. Also Leyla Yilmaz. Klingt nach einem türkischen Film, was natürlich dann ein schwieriges Thema ist in der Türkei auch, ne? Also, mal gucken, steht hier. Ja, Produktionsland Türkei. Finde ich natürlich ein sehr mutiges Thema, sowas im Film aufzugreifen, in der Türkei sowas zu produzieren. Ja. Okay, dann sind wir durch mit den Neustarts. Da ist ja eine Menge dabei. Dann guckt da rein, was euch interessiert. Und jetzt können wir alle möglichen Kategorien erstmal skippen und direkt zu den Serien springen. Serien. Ich, bevor wir über die große Serie der Woche reden, werde ich mal kurz was über The Lincoln Lawyer erzählen. Es gab ja diesen Film The Lincoln Lawyer, den wir in der Sneak Preview hatten mit Matthew McConaughey, der quasi in seinem Lincoln Continental sein Anwaltsbusiness geführt hat und da irgendwelche Drogenhändler und sowas. Er ist quasi immer ins Ghetto gefahren und hat dann denen quasi vor Ort geholfen und quasi aus seinem Kofferraum raus bestimmte Sachen gemacht und hatte auch dadurch einen guten Stand bei den in der Unterwelt, nenne ich es jetzt mal, weil er natürlich auch viele da rausgeboxt hatte. Und was ich echt einen sehr guten Film fand. Ich habe den auch mittlerweile wirklich einige Male nochmal gesehen. Hast du den damals auch in der Sneak Preview gesehen, Chris? Oder? Ich überlege gerade. Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Okay, dann, also selbst wenn, dann hätte er dir wahrscheinlich ja nicht so gut gefallen, dass er so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also, genau. Ich gucke gerade mal. Jetzt schaue ich mal. Oh, das war Episode 211. Das könnte sein. Das könnte sein. Ah nee, das war schon Stuttgart. Doch, sehe ich hier. Das war schon in Stuttgart. Das hätte ich gerade überlegt. Deutscher Start, 23.06.2011. Und die Episode war vom, keine Ahnung. Da war ich nämlich mit einem ehemaligen Kollegen drin. Okay. Deutscher Titel war Der Mandant, sehe ich hier gerade. Ah, doch. Und jedenfalls. Ich google mal nebenher. Ja, ihr Episode 211, falls du nochmal gucken willst. Da hat noch mitgespielt Marisa Tomei, Ryan Philippi, Josh Lucas, John Leguizamo, Francis Fisher, Bryan Cranston auch mitgespielt. Nehmen alles zurück, den habe ich gesehen. Und aus dem ist jetzt eine Serie geworden, die mir Netflix mal vorgeschlagen hatte.
Und hier spielt jetzt Manuel Garcia Rulfo die Hauptrolle. Habe ich vorher noch nicht irgendwo gesehen. Neve Campbell ist mit dabei, die kennen wir aus Scream. Becky Newton und diverse andere, die ich jetzt auch nicht so gekannt habe. Spielt aber an sich keine Rolle, sondern wir sehen jetzt hier, also er hat jetzt hier einen sehr guten Anknüpfungspunkt gefunden an den Film, denn es wird erzählt, er hatte mal einen Surfunfall und hatte da in der Zeit ganz schön dann mit sich selber zu tun. Danach, es wird jetzt nicht so genau thematisiert, also ich habe jetzt schon einige Folgen geschaut, es ist jetzt noch nicht genau rausgekommen, was da passiert ist, aber in dieser Zeit, wo er auch da diesen Unfall hatte und nicht so richtig was machen konnte, hat er auch ein paar Fälle dann verloren, wo er dann nicht so bei der Sache war hinterher. Und das spielt aber jetzt gar nicht so eine Rolle. Also wir steigen jetzt hier mehr oder weniger ein, dass er ja wieder versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen. Wir sehen, er hat so seine Sekretärin, die, ich glaube, im Original von Marisa Tomei gespielt wurde, hier halt von der anderen Frau. Und sie sagt dann halt auch, oh, das, um deine Bücher steht es schlecht, du brauchst mal wieder was. Und in dem Moment wird ein Anwalt von einer sehr renommierten Kanzlei ermordet. Und der Anwalt, der ermordet wird, hat ihm die Kanzlei zugesprochen, vererbt und auch alle Fälle, die damit einhergehen. Unter anderem ein Fall, der in der Tech-Branche spielt, also einer, der so für Gaming, für Games, so dieses, wie nennen sie das, Uncanny Valley durchbrochen hat, dass quasi die Figuren richtig lebensecht sind und alles so mit die diversen Programmiersachen hat er da gemacht und damit ist er richtig erfolgreich geworden. Und der hat, so wird es zumindest dargestellt, seine Frau erwischt beim Fremdgehen und hat sowohl Frau als auch Liebhaber erschossen. Die Beweise oder die Indizien sind irgendwie absolut eindeutig. Also da gibt es irgendwie gar keine Frage. Und ausgerechnet diesen Fall hat er nun geerbt. Und das ist so dieser Whale, dieser große Fall, der ihn wieder zurück ins Spiel bringen kann. Er hat aber auch noch jede Menge andere, kleinere Fälle mit geerbt. Und am Anfang ist es so, die Sekretärin sieht gar nicht so richtig durch den Terminkalender durch von dem Anwalt. Und so kommt es manchmal, dass sie ihren Anwalt oder ihn halt anruft, sagt, hey, du musst jetzt 15 Uhr da und dort sein, da ist jetzt eine Verhandlung, das ist jetzt hier gerade aufgepoppt und so. Und da fährt er halt hin und muss dann halt seine Magie spielen lassen. Und das sind eigentlich immer sehr, sehr amüsante Sachen. Und er trifft auch alle möglichen Leute wieder. Und parallel, der rote Faden in der ersten Staffel ist wahrscheinlich, also ich habe jetzt irgendwie 4, 5 Folgen geguckt, ist dieser große Fall, in dem er ermittelt. Er holt sich natürlich auch wieder ein paar dubiose Gestalten mit ins Boot, die aus der Unterwelt kommen, die quasi als Ermittler tätig sind oder für ihn als Fahrer, die ihn herumfahren zu irgendwelchen Sachen. Und das sind natürlich auch die richtig coole Charaktere, die dann mit an Bord holt. Und die ganze Serie ist auch gemacht jetzt von David E. Kelly oder David Edward Kelly, der Big Little Liars gemacht hat oder Boston Legal oder sowas oder zuletzt Big Sky bei Disney Plus, den ich ja nicht gut fand, oder auch Anatomie eines Skandals, den ja die Kate schon mal vorgestellt hatte, der ja auch die auch ziemlich gut war. Und das ist schon der hat es schon gut im Griff, solche Charaktere oder auch solche Konstellationen an Charakteren aufzubauen, wo man sagt, oh, das ist jetzt interessant, dass jetzt die Person mit zu dem Hauptcast hinzustößt und so, und das alles so nach und nach. Das ist jetzt nicht so, dass am Anfang irgendwie alles gesetzt ist, okay, du weißt, alle Player, alle Schachfiguren stehen, sondern da kommen halt irgendwie nach ein paar Folgen kommen plötzlich Personen dazu, die wären ganz, ganz wichtig und bleiben auch, oder manche wären auch nicht mehr wichtig, die gehen dann halt weg und so. Macht echt Spaß. Also ich werde die erste Staffel bis zu Ende durchsuchten. Ich habe da jetzt im Zug einiges geguckt. Da geht auch jede Folge so knapp eine Stunde, irgendwie so 50 Minuten. Das heißt, wenn man da ein bisschen Zeit hat, dann kriegt man gar nicht so viele Folgen weg wie von irgendeiner 20-Minuten-Serie. Und es hat aber echt Spaß gemacht. The Lincoln Lawyer. Sehr empfehlenswert. Ist jetzt nicht so gelackt wie irgendwie Suits oder sowas. Ist ein bisschen mehr dreckig, ist ein bisschen mehr Verhandlungen, Ermittlungsgeschick und irgendwas. Ist jetzt auch nicht so, dass er plötzlich so diesen entscheidenden Beweis, der uns allen entgangen ist, aus dem Hut zaubert, wo man denkt, ach, wo kommt das jetzt her? Sondern
das hat schon alles irgendwie Hand und Fuß und es macht Spaß zu schauen, wie er drauf kommt. Und er ist auch so ein bisschen unkonventionell auch und ja, hat mir echt Spaß gemacht. Und wir werden es auch, denke ich mal, demnächst, ich werde es mal mit in die Hausaufgabenliste schreiben bei Fortsetzung Folge, da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Also für mir absolut eine hohe Wertung, macht Spaß. Ich muss zwar am Anfang erstmal ein bisschen warm werden mit den Figuren, aber wo ich das dann hatte, hat es mir echt gut gefallen. Vielleicht als Tipp für die Kate dann, wenn sie mal Zeit hat zum Gucken. Ja, wird sie bestimmt finden. Jo. Und jetzt wollen wir erstmal Obi-Wan Kenobi jetzt. Ich habe ja extra, ich bin ja am Freitag, wann ging mein Zug? Irgendwie 8 Uhr noch was und ich habe dann zu Hause hier im WLAN geguckt. Oh, ah, es ist schon da zum Runterladen, super. Ich habe mir gleich runtergeladen. 2 Folgen, geil. Gleich 2 Folgen runtergeladen. Und obwohl auf diversen Screenshots stand irgendwie, dass es erst ab so und so viel Uhr verfügbar ist. Aber zum Glück war es gleich verfügbar. Ich konnte es dann auf dem iPad im Zug gucken. Und ich werde es, glaube ich, nochmal gucken auf meinem großen Bildschirm. Zu Recht? Ja. Worum geht's? Also, sag ich mal. Wir sehen, vielleicht willst du mal ein bisschen, ich habe schon zu viel geredet heute, dass die Leute dich auch mal hören, dass du da bist. Ich höre deiner sanften Stimme einfach zu gerne zu. Worum geht's? Ja, es geht um Obi-Wan Kenobi, wie der Titel der Serie schon sagt. Es spielt 10 Jahre nach Order 66, wo eben hier das Imperium sich aufschwang zur Macht, als die Jedi zu Gejagten wurden. Und der damals ja dann der kleine Luke und die kleine Leia verteilt wurden, quasi auf die Galaxie, um sie zu schützen vor ihrem bösen Vater. Und ja, darum geht es in erster Linie. Und zwar geht es dann darum, dass eben Obi-Wan auf einem ganz speziellen Planeten lebt, auf dem zufälligerweise auch ein anderer Jüngling lebt, nämlich Luke, den er bewachen soll. Also es ist Tatooine, ne? Erik? Ja, klar. Ne, du warst so ruhig. Ja, nee, klar, ist doch Tatooine, klar. Weil da ist ja, da sind ja auch die Eltern, oder in Anführungszeichen die Eltern von Luke und... Ja, genau. In diesem, so, sah auch wieder nach dem Drehort in Marokko aus, in Tunesien, meine ich. Und es ist auf jeden Fall super eingefangen und man sieht quasi dort Obi-Wan lebend, getarnt als Ben, der ja in so einer Steinschlucht, also in so einem Steinding lebt, täglich arbeiten geht, in so einer Fleischfabrik oder was es ist. Und das eigentlich, wie gesagt, eigentlich komplett untergetaucht ist. Dann kommen eben kommen Gestalten aus des Imperiums kommen an, und zwar Inquisitoren und die dritte Schwester. Und die dritte Schwester hat irgendwie ein massives Beef noch mit Obi-Wan und die Inquisitoren sind eigentlich nur auf der Suche nach Jedis, weil sie dort einen vermuten. Und tatsächlich finden sie dort auch einen, der allerdings entkommen kann, ein ehemaliger Jedi, der allerdings relativ lost ist, muss man sagen, weil der eben seit 10 Jahren auch schon auf der Flucht ist. Und der sucht eigentlich auch Obi-Wan Kenobi. Und der möchte eigentlich nur seinem Job nachgehen, der da heißt, ein Auge auf Luke haben. Nur dann kommt natürlich ganz arg vieles anders, wie man denkt. Also das ist nämlich auch das, was man, wenn man den Trailer so gesehen hat, dann denkt man auch so, okay, ja, da geht es wahrscheinlich darum, dass der sich hier um Luke kümmert. Ja, Pfeifendeckel. Weil Leia spielt auch eine bemerkenswert große Rolle und eine sehr wichtige Rolle. Und an der Stelle, bevor ich weitermache, muss ich sagen, ey, unfassbar gut gecastet. Ja, also, sehr, sehr gut. Ich finde, die kleine Leia ist, also, wow, wirklich, wow, richtig, richtig gut. Die kommt total super sympathisch rüber. Ich nehme Vivian Leia Blair heißt sie, als Leia Organa. Einfach massiv cool, also richtig, richtig cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, oder gefällt mir sehr, sehr gut.
Und es wird auch von ihrem Leben nämlich erzählt, was sie da so zu der Zeit so gemacht hat mit den Organas auf Alderaan. Und ja, wie es eben so kommt, Leia wird entführt. Oh ja. Oh. Und dann wird wer als Hilfe herangezogen? Natürlich Obi-Wan. Obi-Wan, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Genau. Und allein dieser Moment schon. Also es waren sehr, sehr, sehr viele coole Momente in dieser ganzen Serie. Die erste Folge fand ich schon richtig, richtig großartig mit dem Rückblick zu Beginn, wobei da ein kleiner Fehler drin ist. Weil Obi-Wan ja auch in so einem Flashback sieht, wie Anakin mit dem Podracer rumfährt, und der war bei dem Podrennen gar nicht dabei. Das hat er durch die Macht gesehen, weißt du? Das hat er gesehen. Ja, genau. Quasi wie eine Zoom-Konferenz damals, bloß halt so. Genau. Aber hast du auch den Spielzeug-Moment bemerkt, ja, wo neues Spielzeug platziert wird in der Serie? Ja. Einfach großartig. Ich meine, sowas lässt sich ja jetzt mit Drohnentechnik machen. Ne? Den sieht man ja auch in der Werbung mit dem neuen Bulli. Mit dem Elektro-Bulli hast du ja bestimmt auch schon gesehen. Ja, klar. Hm. Klar. Nee, also das ist schon richtig, richtig gut. Aber also in der ersten Folge, sag ich mal, in der ersten Folge gibt es unfassbar viel Fanservice, um gleich jemanden abzuholen. Es gibt Lichtschwertkampf, es gibt Rückblicke, es gibt Einblicke, es gibt wer wie was und überhaupt. Es gibt ganz offen den Konflikt zwischen Onkel Owen und Ben. Es gibt ganz klar das Zeichen so, hey, irgendwie läuft es auch noch in andere Richtungen und einiges läuft da ganz anders. Und die erste Folge ist für mich so ein bisschen Star Wars Feeling, wie es sein kann, wie es sein soll auch teilweise. Und die zweite Folge ist für mich so ein bisschen wie Cyberpunk hätte sein sollen. Wo sie da auf diesem Planeten dann rumrennen. Oh, das fand ich aber sehr Blade Runner-esque, die Folge. Also ja, oder das. Ja, oder das. Aber richtig, also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Die ganze Stimmung, die ganze Art und Weise, was ich halt ein bisschen albern finde, ist, dass Obi-Wan immer in seinem Gewand rumrennt. So, ja, da wird schon keiner erkennen. Ja, da kann man sich auch nicht mal rasieren oder sowas. Ne? Nee, da muss man den Bart dran lassen. Wird schon niemand merken. Aber auch, ja, einfach so die Einzelheiten, wie es dann aus ihm herausgekitzelt wird und in welche Richtung es alles geht und was da noch alles kommen kann und wie es vielleicht auch noch kommt, weiß man ja noch nicht. Aber ich fand's einfach krass. Vor allem dann das Ende von der zweiten Folge. Das war uff, sage ich mal. Ich glaube, da ging es nicht nur mir so, Erik, oder? Ging's ja, auch so ähnlich? Das war schon richtig gut. Da habe ich gedacht, ach scheiße, das muss man eine Woche warten. Ja. Wen ich auch gut fand, also diese Inquisitoren, die haben mir echt Spaß gemacht. Also ich fand, es ist ja wichtig, gute Bösewichter zu haben. Das ist, glaube ich, essentiell bei Star Wars, finde ich. Das hat man auch in manchen Filmen gemerkt, wo die Bösewichte nicht so stark waren oder bei manchen Serien oder so. Aber hier diese, und vor allem Rupert Friend, der den Großinquisitor spielt, den kenne ich noch aus Homeland, aus der Serie und sowas. Ah, der spielt ihn so gut da. Und der dann auch quasi seine eigene, in Anführungszeichen, Mitarbeiterin, seine eigene Kollegin nicht so richtig im Griff hat, die immer übers Ziel hinausschießt und da ihre eigene Agenda verfolgt und so. Und richtig über Leichen geht, ne? Oh, fand ich richtig gut. Und ich glaube, bevor wir jetzt noch zu tief einsteigen, werde ich mal einen Spoilertext setzen, weil ich will noch eine Person erwähnen, die so überraschend auftaucht. Wo ist es denn? Ich habe keinen Spoilertext mehr. Jetzt ist der wieder weg? Gibt's noch nicht. Muss ich nochmal neu laden hier. Moment. Das war doch schon mal, dass der nicht mehr hier drauf lag. Nee. Achtung, Spoilerwarnung. Ja. Ich brauch's auf der anderen Spur, damit ich sehe, wo ich. Ey, ist es weg? Gibt's nicht. Lädt doch nicht. Okay, dann nehmen wir das.
Hier ist High Alarm. Ja, okay, High Alarm ist auch top. Hier den, den, wie heißt der, nicht aus Big Bang Theory, Silicon Valley hier, der Typ hier, der Kumail Nanjiani. Den fand ich ja auch echt cool. Ich bin Jedi und ich kann hier. Aber er hat ja doch irgendwie sein Gutes im Sinn und das ist auch so, er hat ja dann letzten Endes der Frau, die er da so, er hat natürlich über sein Jedi-Sein ein bisschen geflunkert, aber er hat ihr dann trotzdem geholfen, da zu entkommen, ne? Ich meine, und dann mit den Jalousien und so. Und der hat ja dann auch noch, ich hoffe, der taucht nochmal auf, weil dass der nicht jetzt hier von der dritten Schwester da hingemetzelt wurde dann. Nee, ich glaube nicht. Hm. Also ich hoffe mal, dass der nochmal auftritt. Also hier in der Liste steht er nur für Folge 2 drin, aber die halten natürlich die Liste, die aktualisieren die auch wirklich, wenn es aktuell wird. Und der hat mir aber echt Spaß gemacht. Der hat so diesen, das Comic Relief in der Düsterheit von dieser Folge gebracht, fand ich. Obwohl, nee, hier bei IMDb sehe ich, dass er doch noch weiter mitmacht. Ich hatte erst gedacht, dass sie zusammen losziehen, aber. Ja, weiß ich nicht. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, richtig abgefahren. Also, wie gesagt, das Ende von Folge 2 war so, ach du fuck, okay, jetzt wird's spannend. Und was ich schön finde, ist, dass es wirklich so reinpasst in den Gesamtkanon. Also es ist wirklich so dieses. Die Erklärung, was in dieser Zeit passiert ist, nochmal einen anderen Strang aufgemacht, nochmal ein anderes Stück reingebracht und das zeigt einfach auch mal wieder, wie unfassbar cool eigentlich das alles sein kann und wie unfassbar gut das zusammengepuzzelt werden kann, wenn es denn auch gut gemacht ist. Also man könnte jetzt lieblos was hinklatschen, aber das ist es halt nicht und das finde ich richtig gut. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen bis jetzt. Und wenn das so weitergehen sollte, heilige Kuh, hey, dann bin ich mal gespannt, was da noch kommt, wa? Ja, gut, George Lucas hat ja auch zwischen den Episoden genug Platz gelassen, dass da irgendwas noch, dass man da so irgendwas draus machen kann. Ja. Irgendwas, eine Serie, eine Spin-Off-Serie oder sowas. Hat er wahrscheinlich nicht mit der Intention so gemacht, aber da ist ja teilweise doch schon ein bisschen Zeit vergangen immer. Und mal gucken. Mal gucken, auf was für Ideen jetzt Disney Plus Rechteinhaber da, oder nicht Disney Plus, Disney an sich als Disney-Konzern dann, was für Ideen die noch so kommen. Und bin ich gespannt. Naja, Andor kommt ja noch, ne? Da kam jetzt der Trailer. Ja, eine Ewok-Serie. Da bin ich auch gespannt. Die Serie. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, aber Obi-Wan, ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich bin Ewok. Sehr, sehr angetan. Karawane der Tapferin. Ja, das, ja, ich muss auch nochmal auf den Großen gucken hier. Das ist natürlich, iPad ist zwar auch ganz nett und so, und je nach Betrachtungsabstand wirkt es auch sehr groß. Also wenn man näher rangeht, wirkt es auch groß. Aber ja, muss ich nochmal definitiv auf den Großen gucken, dann da wirkt es schon etwas besser. Und ja, ich weiß nicht, mit Kindern ist immer schwierig, aber die hat es echt gut gemacht. Ne? Dann, also ich meine, Kinder, da hatten wir ja schon Beispiele, wo es nicht gut, aber richtig gut hingekriegt. Mega. Weil man sich natürlich auch fragt, ne, die Kleine, ne, wo die dann gejagt wird von den Typen, ja, sie stellen sich ja extrem dämlich an. Also wo die in den Wald gejagt haben. Also da braucht die nur mal unter einem Baum durchrutschen. Oh Gott, oh, sie ist uns entfleucht. Ja, wir können leider nichts machen. Oder so. Also das war schon ein bisschen, wo ich dachte, ach komm Leute, ey. Aber ich sag dir, sobald wie hier Jar Jar Binks auftaucht in der Serie, bin ich raus. Da bin ich raus. Ist doch miteinander, ne? Ja, also wenn ihr irgendwie so, was weiß ich, irgendwie Cliffhanger Folge 3, alles geht schief, plötzlich kommt Jar Jar Binks und rettet alle, da bin ich weg, sag ich dir, da bin ich weg, da kann die Serie noch so gut werden. Aber ich glaube, den Jar Jar Binks Fehler, den werden sie nicht machen, daraus haben sie hoffentlich gelernt. Ich empfehle auch den, wie haben sie es genannt, Zero Jar Jar Cut oder so, also man kann ja von diesen Episoden, wo war der hauptsächlich drin? In 1, ne?
gibt es so eine Fan-Version, die natürlich absolut illegal ist. Ne? Ich möchte es jetzt nicht empfehlen, aber da kann man den Film gucken und er ist deutlich besser als der Film mit Jar Jar Binks. Ja. Die haben dann auch manche Dialoge, haben sie irgendwie digital mit anderen Personen oder irgendwas mit, also sind ja teilweise völlig random, das, was da gesagt wurde. Aber ein, zwei Sachen sagt er wohl, die sind wichtig. Und da haben sie einfach irgendwie eine digital eine andere Person gemacht, die das sagt. Ja. Und funktioniert erstaunlich gut, dieser Cut. Ja. Okay. Ja, macht Spaß. Genauso wie der Cut von, wie ist das damals? Der erste Rogue One, genau. Da gibt es von Rogue One gibt's auch so einen speziellen Fan-Cut, der ist auch richtig gut. Kann ich empfehlen. Obwohl da jetzt nicht viel zu verändern war, aber da haben sie nochmal die Handlung ein bisschen gerafft und ein bisschen leicht umgeschnitten und so, was den wirklich auch nochmal besser macht. Das haben wir natürlich auch höchst illegal. Also hat bestimmt Disney nicht gut geheißen. Obwohl ich finde ja, eigentlich könnte Disney Größe zeigen und die einfach mit auf ihre Disney Plus Plattform nehmen und sagen, hey, guckt euch das mal an. Ja, den einfach mal ein bisschen. Nein, auf gar keinen Fall. Das hat mit Größe nichts zu tun. Wenn sie das machen und das hat nachher mehr Views wie das andere, das wäre halt scheiße. Das sieht ja keiner. Ob es die Leute, das sieht doch nur Disney Plus selbst. Und es geht ja. Irgendeiner liegt die Zahlen und zack. Ja, es geht aber ja darum, dass du die Leute auf deiner Plattform hältst. Und wenn die halt das woanders gucken, das tun sie ja sowieso. Es gibt ja genügend Fans. Und das jetzt so zu verteufeln, ja, da würde ich eher gucken, dass ich denen vielleicht irgendeine Spielwiese gebe, dass ich sage, hier, wenn ihr da bestimmte Sachen machen wollt, dann könnt ihr die gerne dann bei uns hochladen und wir gucken dann mal. Und ja, wenn es gut ist, zeigen wir das hier sogar. Und wenn es richtig gut ist, dann kriegt ihr vielleicht mal irgendwie eine Rolle irgendwo, eine Drehbuch oder irgendwie eine Regierolle bei irgendeiner zukünftigen Produktion. Weiß der nicht, vielleicht kommen da irgendwelche Talente zustande. Und ich sag mal so, die zwei Cuts, die ich gesehen habe, die waren richtig gut. Also da, ja, na gut, weil irgendwann brauchst du ja auch mal Leute, die dann nachwachsen, die dann auch coole Sachen drehen und machen. Ja, klar. Okay. Aber Obi-Wan, wie gesagt, anschauen. Genau, warte mal, ich gehe mal kurz hier raus. So. Ja, wir sind wieder anschauen, da. Obi-Wan, absolut anschauen, absolute Empfehlung. Disney Plus sollte man sowieso als Filmfan haben aktuell. Da gibt es so viele gute Sachen. Und die neue Obi-Wan-Serie ist es sowieso wert. Anschauen. Muss man nicht so lange warten, bis der nächste Film ins Kino kommt. Obwohl ich eigentlich auch gerne mal wieder einen richtig schönen, geilen Star Wars-Film im Kino sehen würde. So richtig mit. Wobei ich gerade hier, was du gerade gesagt hast, was richtig Schönes bei Twitter noch lese. Boba Fett-Serie. Wir inszenieren die lächerlichste, langsamste Verfolgung, sagt Obi-Wan-Serie. Holt mal Bier. Ja. Ach so, mit dem Kind oder was? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Hab ich aber irgendwie zugestanden, weil ich dachte, ja, okay, ist eine Kinderdarstellerin. Irgendwie mussten sie es ja ein bisschen spannend machen. Ne? Aber dafür war der Rest ziemlich gut. Ja, und auch die Effekte sehen auch wahnsinnig gut aus. Zumindest auf dem iPad. Ich muss mal auf dem Großen gucken. Mal schauen. Alright, so, weil die Kate heute nicht da ist, die eigentlich dran ist mit dem Rätsel, habe ich für dich ein kleines Rätsel, wenn das okay ist. Ganz kleines. Okay. Ganz kleines. Warte mal, wo ist denn hier? 20 Zentimeter. Rätselecke. Letzte Woche so eine Quizshow geschaut, hier, wer weiß denn sowas? Da gab es eine kleine Frage, die habe ich jetzt ein bisschen verändert. Und zwar, in welchem dieser folgenden Filme spielte Till Schweiger nicht mit? Erstens Bang Boom Bang, zweitens Wo ist Fred, drittens Alles auf Zucker, vier Bye Bye Harry, fünftens Auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus. Nochmal was alles? In welchem dieser Filme, also nur eine richtige Antwort, in welchem dieser Filme spielte Till Schweiger nicht mit? Bang Boom Bang, Wo ist Fred, Alles auf Zucker, Bye Bye Harry, Auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus. Also es sind fünf, ne? Also erstens Bang Boom Bang, zweitens Wo ist Fred, drittens Alles auf Zucker, viertens Bye Bye Harry und fünftens Auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus. Also nicht Bye Bye Harry Auf der Suche nach dem Orgasmus, sondern also, pass auf, ich mach's mal nach dem Ausschlussverfahren. Das ist gut. Also, Wo ist Fred, bin ich mir sicher, hat er mitgespielt. Das heißt, der ist raus. Hat man mal das nie. Ja, um Gottes Willen. Langes her. Bye Bye
Harry sagt mir jetzt gerade mal noch nichts. Es muss allerdings nichts heißen. Was waren die anderen nochmal? Also, Bang, Boom, Bang. Wo ist Fred? Alles auf Zucker. Bye, bye, Harry. Und auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus. Bang, Boom, Bam. Doch, da hat er mitgespielt, glaube ich. Das heißt, es bleibt bei die Suche nach dem perfekten Orgasmus. Was zur Hölle? Aber das ist so abstrus, das wird es wahrscheinlich sein. Das heißt, ich habe die Wahl noch jetzt zwischen Bye, Bye, Harry. Und was war der andere? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich kann den Namen schon nicht merken. Guck mal. Also, Bang, Boom, Bang. Wo ist Fred? Alles auf Zucker. Bye, Bye, Harry. Alles auf Zucker, okay. Also alles auf Zucker oder Bye Bye Harry. 50-50. Ich sag hier dieses mit Zucker. Ja, ist richtig, genau. Number one Til Schweiger-Expert hier. Was hat er bei Bang Boom Bang gespielt? Weißt du es noch? Oh, nee. Da hat er diesen Fußballer gespielt mit der völlig übertriebenen Rasta-Frisur. Der dann kurz reinkommt, jemanden total fault, rote Karte, irgendwas total verletzt hier. Kennst du nicht mehr? Oder so völlig diese übertriebene Figur, Frisur hatte. Ja, wo ist Fred? Da hat er den einen im Rollstuhl gespielt. Das war irgendwie ganz. Ja, das habe ich. Ja, und bei den anderen zwei hat er auch Nebenrollen gespielt. Dabei bei Harry und auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus. Also, Til Schweiger-Fans können diese Filme gerne nachholen, wenn sie die nicht kennen. Genau, das war nur ein kurzes Rätsel und jetzt kommen wir zu den Musiktipps. Musik hier. Musik. Mein Spoiler ist immer noch weg hier. Gibt's nicht, ey. Was hast denn du hier? Musiktipps. Ist das was Neues oder ist das. Nein, das ist nichts Neues. Aber ich habe es jetzt endlich mal draufgepackt. Ich wollte das schon lange draufpacken. Jetzt wollte ich das schon draufpacken. Ich wollte das schon draufpacken, als der Trailer von Moon Knight immer lief. Und jetzt laufen immer wieder Ausschnitte noch von Moon Knight. Und deswegen habe ich von Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Okay. Wenn du ihn hörst, weißt du, welcher Song das ist. Ja, ich kenne da ein paar Songs, aber ich wüsste nicht, dass du da sowas hörst. Ach so, du kennst ein paar Songs. Wie war das mit Oma Musik? Ja, man hört das ja manchmal irgendwo im Radio oder irgendwo. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich das aktiv... Ja, es wäre vier Baden-Württemberg, ne? Jetzt natürlich, wenn ich das bei Spotify anfasse, den Song und den hier, dann wird mir Spotify irgendwelche Sachen vorschlagen. Ja, Ihnen gefällt Engelbert Humperdinck? Ja, dann könnte Ihnen auch gefallen. Ja, Helene Fischer und irgendwas. Ja. War so ein bisschen das Ziel, ja. Okay. Weil ich auf einem geilen Konzert war von Project Pitchfork in Leipzig und packe ich mal was drauf, was eigentlich nicht so bekannt ist. Die Band kennen, die kennen das, den Song natürlich auch, aber ich packe mal einen drauf, der mir sehr gefällt, der nicht so bekannt ist wie die üblichen Verdächtigen. And the Sun Was Blue heißt der Song. Den packe ich drauf. So, dann sind wir ja schon durch für heute. Und dann bin ich ja mal gespannt, was uns da morgen in der Sneak Legendäres erwartet. It's gonna be legendary. It's going to be legendary. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja. Und ja, mal gucken. Ich werde da sein, obwohl ich tatsächlich am Dienstag nochmal Prüfung ist und ich wieder um 6 in der Schule stehen muss, werde ich auf jeden Fall da sein diesmal. Ja. Lehrer ist echt hart. Ich meine, die Ferien hin und her, aber dann immer mal so um 6 da sein und den ganzen Tag irgendwie da durchgehend da irgendwie ein paar Stunden. Ich meine, da kannst du ja auch nicht mal Pause gibt machen. So hässliche Tage. Ja. Aber ja, ist halt so. Prüfung. Aber ja, dann nimm ein iPad mit und zieh dir da, ach nee, den einen Film, den gibt's noch nicht hier, eingeschlossene Gesellschaft, den kannst du leider noch nicht kaufen. Sonst hättest du da mal, man kann ja so dezent mit einem AirPod so, nur einen AirPod in das eine Ohr und dann den Kopf so aufstützen, weißt du? So wie es die Schüler bei dir auch machen. Ja, da gucke ich meistens mit, deswegen. Ach so, ja, ich guck's dann, ja. Wenn die dann auf dem Handy dann, Naja. Nee, viel besser ist einfach über Apple TV, was wir ja in jedem Klassenzimmer haben, einfach einen Film laufen lassen über einen Beamer und dann per Kopfhörer einfach zuhören und die sehen nur das Bild und du. Ach so. Ihr habt Apple TVs in der Schule. Uiuiui. Also hier in Baden-Württemberg, also da ist Geld vorhanden. Wir wurden modernisiert und haben wir gleich richtig reingehauen, ist ja wohl klar. Es sind zwar Apple TVs da, aber trotzdem so für andere Sachen gibt es noch so Overhead-Projektoren, die gibt es noch mit Folienstift. Haben wir gar keinen mehr. Nee. Nicht mehr. Haben wir abgeschafft, komplett.
gab zwar Protest von älteren Lehrern, aber... die hatten alle ihre Unterrichtsmaterialien in ihre Folien, in so Ordnern drin, also wo sie immer ausgehängt. Wirklich, ja. Ein Kollege, der jetzt im Ruhestand ist seit Februar, der hat noch gefragt, wo denn der Fernseher mit dem VHS-Video-Abspielgerät ist, weil hat dann noch ein paar Sachen auf VHS-Kassette, die viel besser sind, wie das, was heute zurückkommt. Kann man ja zur Not auch digitalisieren. Einfach gut. Könnte ich sogar machen. Ich habe hier die Technik. Ich habe schon einige von meinen alten Filmen und so digitalisiert. Und das ist echt ratsam, weil das VHS, das hält nicht ewig. Sollte man tun. Okay, in dem Sinne auch kleiner Hinweis, mal kleiner Service-Tipp am Rande. Ihr könnt auch mal eure Passwörter mal Gelegenheit mal ändern und mal Backups machen und so. Das ist auch immer sehr ratsam, ne? So, haben wir den Service-Tipp abgeschlossen. Ja. Jetzt dann bis nächste Woche hier in der Sendung. Ja, Chris, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis morgen dann in der Sneak Preview. Tschüss. Bis morgen. Schönes Wochenende noch und auf Wiederhören. Kinocast.